Ist auch schon angenehmer. Hast du den Stuhl rausgeboxt oder was? Hallo? Ich muss doch Backforce-Werbung machen, in der Hoffnung, dass ich mal Backforce verlosen kann. Stell dich mal vor, ich könnte mal irgendwann einen Backforce-Stuhl verlosen. Das wäre was. Ich würde gerne in den Lurk gehen, weißt du was? Aber sieht so aus, als müsste ich ganz gehen. Du hast kein Internet mehr. Was ist denn los bei dir? Für Verunreinigung der Mattscheibe wird der Otter nicht haften. Ja, ich kann meinen Stuhl verlosen. Meinen eigenen. Das ist natürlich super. Oh, it's you. As you can see, not even summoners can pass. But they'll call on us in the end. Just wait and see. In the meantime, I think I'll have a nap. Diese Frau geht mir jetzt schon auf den Sack. Komm, Donna möchte einen Nap machen. Mit dir, Bartello. Aber wie sagt man so schön, dumm, ne? Feiert gut. Schönen Abend noch und ich hoffe, bis bald. Ist im Moment sehr stressig bei mir. Alles klar, Sonny Mobs. Ich hoffe, das geht schnell vorbei. Stress ist echt Gift für den Körper. Und ich wünsche euch schon mal einen guten Abend und später eine gute Nacht. Okay, jetzt ist die Frage. Darf ich da rein? Gata and Luzu reporting, sir. This is the last of them. Ach. Good to have you with us. Go on through. Was ist das denn zur Hölle? Show me how to play Blitz sometime. Wait around. We'll have Sin beaten in no time. Ist ja eklig. Komisches Riesenkakerlakenvieh. Hallöchen. Hey, you're a summoner and her guardians, right? Sorry for the inconvenience. Übrigens die Offensive? What, they didn't tell you? We're bringing Sin Spawn from Oliver Spira here. Sin Spawn inevitably draws Sin, right?
We're going to lure it into a trap. Das klingt richtig dumm. Any donation toward Operation Meehan would be greatly appreciated. Many thanks. This is Eislanze. Ah ja. Eislanze. Macht tatsächlich Sinn. Eislanze? Ist sie gut? I'm sorry, I can't let you pass. Diese kleine Reisegruppe von uns. Oh, the badass. Der bestimmt böse ist. Die sehen alle böse aus. Alter, was? Die sehen ja alle böse aus. So, we meet again, Lady Yuna. Mit der die schrecklichste Synchronstimme. You look troubled. Is there anything I can do? Well. Der Stimmbruch ist einfach verpasst worden. I see. I see. Maester Seymour, let me show you to the command center. Hold. I have a request. Yes, Your Grace. I need to have Summoner Yuna and her guardians let through to the command center. But Maester Seymour. Maester Seymour, sir. Do not worry. I will take full responsibility. Hylianna hier in Spira? Wieso Hylianna? Von der Optik her? It is done. Oh, thank you, Your Grace. Yuna, it's time to go. Oh, right. Der weiß ich nicht. Der muss mehr so eine Sephiroth-Stimme haben. Irgendwas Badass. Was weiß ich nicht, so ist richtig. He's a Maester. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Die mit den spitzen Ohren. Aber Hylianna hatten die spitze Ohren? Hatten nicht die im Wald spitze Ohren? Waren Hylianna nicht die normalen Menschen und die im Wald waren doch keine Hylianna, oder? Schon wieder eine ganze Weile her, dass ich ein Zelda gespielt habe. All hail, Maester Seymour. All hail. Brave Crusaders of Spira, protectors of all Spira. Believe in the path you have chosen. Let faith be your strength. I, Seymour Guado, Maester of Yevon, will bear witness to your deeds today. Sir! What's going on? Why is Maester Seymour back in the Crusaders, eh? Eh? He's an Albed's machina. They're violating the teachings. Even going against the teachings, they're willing to risk it for the greater good. For the greater good. I think Maester Seymour sees that, too. Lulu? Lulu? I can only speculate. I can only speculate. Und unten stand Inspektion. Please what? Ab Breath of the Wild haben alle spitze Ohren. Aber Breath of the Wild, das heißt ab Breath of the Wild, das ist ja das Neueste. All hail, King of the Losers. Lang ist's her. Das wären Hyrule. Warum bekommt eigentlich ein mini-kleiner Nebencharakter, den man vermutlich nie wieder sieht, eine bessere Synchronsprecher als das Frisurmonster? die Stimme ist echt, die ist schwierig, ne?
Die ist echt schwierig. Ask him yourself. Ah, Sir Auron. It is an honor. I would be most interested in hearing what you've been doing these past 10 years. I've got nothing to say about it. I see. Hat er nicht Kopfschmerzen? Bei den Adern im Kopf? Your Grace. Please, there's no need for formalities. Wie für seine japanische Synchro ist? Excuse me. Anders. Mr. Seymour, why is your lordship presently present here, sir? Presently present here. Speak as you normally would. Isn't this operation against the teachings of Yevon? Aren't you gonna stop them? It's true. I should. However, both the Crusaders and the Al-Bed truly wish peace for Spira. Das ist richtig. This Operation Mihen was born from that wish they share. Although it may be sacrilege to Yevon, their intentions are pure. And I, Seymour Guado, the person, not the Maester of Yevon, as a denizen of Spira, I wish them well in their endeavor. But using Machina, that's bad, isn't it? Pretend you didn't see them. Beg your pardon, but that's not something a Maester should say. What? Then pretend I didn't say it. You're kidding. From the first time I laid eyes on him, I never did like Seymour. Ist jetzt überall im Weg jetzt der Untertitel, ne? But you know, some of the things. Trust me, Akutenshi. Der Untertitel, der hilft dir nicht. Der hilft dir gar nicht. Und ich kann mich überall hinsetzen, ich sitze immer im Weg. Ich könnte mich nur. Nee, da in die Ecke setzen. Das ist das Einzige, wo ich vielleicht nicht sitzen würde, im Weg sitzen würde. Moin, Kosik. He said that day, they made a lot of sense to me. Ach, jetzt reisen wir einfach automatisch weiter. Okay. Okay. Um hier weiterzukommen, müsst ihr Obacht geben. Hier, das wird weiterhelfen. High Potion. Seid vorsichtig, vielleicht ist euch das hier nützlich. Äther. Eine Ration der Bürgerwehr. Nehmt das. Königsfeder. Okay. Ein Sneaky Seymour. Das sieht nicht gut aus. Excuse me, Lady Summoner Yuna? Yes. The Command Center. Maester Seymour requests your presence there, ma'am. Thank you. Alright. Take that road to the command center. It's not far. We're still in the midst of preparations this way. Sorry. Okay. Das juckt auch gerade keinen drumherum, oder? Alter, sieht das Schwert geil aus. Wie so ein Orkschwert. Nice, nice, nice. Schön alles angreifen. Horn. Da wurden wohl aufs Horn genommen. Bring it on. Den blinden wir mal.
Schön austauschen für Erfahrung. Süß. Einmal mit ihrem Fächer angriffen. Einmal mit dem Fächer angreifen. Flammenstab. Good day, lad. Sneak past the guards. Ach, Oaka. Oaka. Not-Ex-Eis. Gemachschutz. Okay. Be making a fortune. But you, lad, you get... Ich hoffe. Ich hoffe, dass du mir einen extra Preis gibst. So viel sollte man sicher sein. Ich gebe auch immer Geld. Aua. Lass die Yuna in Ruhe. Drecksäcke. Schweine. Und tschüss. So, Helebarden. Ich finde, Helebarden sehen schon echt geil aus. Die Monsterhorden wüten wieder. Das könnte euch nützlich sein. Hi, Borschen. Cool. Wenn man keinen Bock auf Leitern hat, ne? That's new. Okay, das Ding mag kein Feuer, der mag kein Eis. Der mag kein Wasser und der mag auch kein Eis. Ja, weil der Panzerbrechen hat, ne? Zauber relativ unwirksam. Lässt sich durch Gegenelementzauber leicht besiegen. Erstmal gucken, ob der was hat. Ich glaube ja nicht, dass das... So... Ja, ja, ja. Exakt. Kraftsphäroid, Wundersphäroid. Also ich kann diese Fähigkeiten einsetzen und im Endeffekt dann am Ende auch Kraften und Fähigkeiten. Ich kann mehrere Spheroiden damit casten. Oder zumindest hervorrufen. Das ist schon mal gut zu wissen. Dass das nicht limitiert ist auf einen. Nur Waka darf an Lulu ran. Was soll denn das? Ein Pilz. Gucken wir mal. Nope.
Okay. Jetzt auch noch versteinert oder was? Oh yeah. Ha. Nice. Zwei Tod, einer versteinert, auch ein Loose. Das weiß ich. Das weiß ich. Das war ja schon bei 7 so. Ist der jetzt immer noch versteinert? Eigentlich müsste ich nochmal auf das Sphero-Brett gehen. Da ist Lulu. Status müsstest du sehen. MP. Noch mehr Zauberabwehr. Und mehr Magie. Blitzra. So, Auron hat... mehr HP, Bodyguard, das, was das bedeutet, kann ich mir denken. Damit stelle ich mich wahrscheinlich vor einen Gegner und beschütze den, vor einen Gegner, vor einen Ally, also vor ein Teammitglied, das war das Wort. Tidus. HP. Treffer. Das ist eine interessante Idee, dass man so am Endeffekt das Leveln übernimmt. So klug. K.L.U.K. K.L.U.K. Ganz kurz. Das haben wir und jetzt geht's hier runter. Ich kann technisch gesehen hier hingehen. Warum ist der nicht oben lang gegangen? Kann mir jetzt egal sein, aber trotz allem. Einmal den langen Weg. Das weiß ich. Aber das hätte ja auch hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hätte genauso viel gekostet. Von den reinen Punkten wären es weniger gewesen, aber ich habe den Weg noch nicht beschritten. Gut, Yuna, Popuna. Bewegen.
Endlich die Fähigkeit Engel. Den nehmen wir gerne mit. Status. Auron. Gerade glaube ich nicht. Darf ich nun auch bei Rammstein mitsingen? Warum? Die Referenz verstehe ich jetzt gerade nicht. Oh, 1000 Gil. Nett. Das verehrte Medium und Gefolgschaft. Bitte nehmen Sie das hier an. Eigentlich kein gutes Zeichen, wenn du Lebensenergie geschenkt bekommst. Also Tränke. Tauschend. Ach, Engel. Ja, vielleicht. Die. Yes. Zep. Oh, schade. Ich hab's schon wieder getan. Rammstein ist für mich so ein Phänomen, dass die Band in Deutschland nicht mal ansatzweise so erfolgreich ist wie im Osten oder im Ausland allgemein. Ist für mich ein Phänomen, weil sie halt echt jetzt nicht mehr so wirklich, aber früher wirklich sehr, sehr gute Musik gemacht hat. Bühne darf nur bei BTS mitsingen. Oh wait, die haben sich getrennt? Die haben sich getrennt? Konnten sie das Geld nicht mehr melken oder warum haben sie sich getrennt? What the fuck ist BTS? BTS ist, meine ich, wenn ich mich richtig erinnere, eine südkoreanische Band? Korea? Oder ist es eine japanische? Engel kostet 18 Punkte. Eurer Spaß. The fiends here are tough. Was haben die denn plötzlich für eine Angriffsgeschwindigkeit? Was ist denn los mit euch? Kurz Auron wieder mit Punkten versorgen. Zack, ins Gesicht! Mal gucken. Einfach nur für die Punkte. All for the points.
Oh ja, Rammstein gilt hier als Metal-Gottheiten, wie Metallica und so. Ich find's nur lächerlich, dass ein Möchtegern-Darkrocker Rammstein singt und einen auf Hardcore macht. Wer ist denn ein Möchtegern-Darkrocker? Ich hab den Blitzball in der Hand. Der Blitzball funktioniert nicht. So, Lulu for the rescue. Lulu for the rescue. K-Pop, BTS macht K-Pop und haben sich heute getrennt. Haben nur den Titel in der Zeitung nebenweise gesehen. Okay. Ich wollte gerade sagen, weil die waren ja schon sehr, sehr, sehr erfolgreich. Eta, Yuna. Gut. Perfekt. Da unten war der Weg. Oh, Hallöchen. Sowas wie dich kenne ich. Blind. Luftgegner mögen meistens Blitz nicht, ne? Tut auf jeden Fall einiges an Schaden machen. Ich glaube, Ability-Bälle kann ich wirklich gebrauchen. Fein. Auron. Aero gegen Luft, aber Aero haben wir ja noch nicht. Deswegen müssen wir da noch warten. Aero haben wir noch nicht. Sorry für schlechte Tipps, lieg im Bett, eingemummelt in meinem Bettburrito. Alles gut. Als Streamer sollte man irgendwann lernen, dass man Texte auch so versteht. Schaffe ich nicht immer, aber ich gebe mein Bestes. Nach Pokémon Logic mögen Fluggegner keinen Blitz, da hast du recht. Weiß aber nicht, ob das auch bei Final Fantasy ist. Shoki hilft gegen alles. Also soll ich ihm jetzt eine, weiß ich nicht, eine Milka-Tafel an den Kopf werfen? Was ist da unten? Da unten war was, das habe ich gesehen, das müssen wir uns merken. Sobald wir da runterkommen. Und tot. Das war einfach. Was? Nee, eine Aero-Schokolade. Ah, diese Luftschokolade, ne? Die es gibt. Gib mir diese Luftschokolade. Die ist zwar mega geil, aber auch eine Geldverschwendung, weil du mehr Luft kaufst. Also Gas, was da reingefüttert wird. We've been expecting you. Schön.
Warum kümmert ihr euch eigentlich nicht um die Gegner, die hier sind? Also ich frage mal für einen Freund, ne? Reiswaffeln. Aber also wirklich normale Reiswaffeln ohne alles oder die mit was drauf? Darf ich jetzt? Dankeschön. Weg mit dir. Aua. Ich verstehe schon, die Pollen gehören nicht zu Sachen, zu Magie, die ich mit Stumm blockieren kann. Hat sich ja gelohnt. Zum Thema nur Luft generell. Aber ja, mir ist jetzt auch wieder die Luffy-Schokolade eingefallen. Ja, die ist... Die habe ich, glaube ich, das letzte Mal gegessen, als sie rauskam. Und das ist schon ewig her. Ich fand die schon lecker, weil die ja doch schon vom Essgefühl ein bisschen anders ist. Auf der anderen Seite... Das ist echte Geldverschwendung, ne? Du kaufst eigentlich weniger Produkt für mehr Geld. Wir nehmen mal Lulu. Und hauen das Feuer viel weg. Und bei Reiswaffeln... Die, wie heißen die? Diese Schokowaffeln mit Reis drin. Die heißen nicht Nook. Es gibt Tuckwaffeln und es gibt doch sowas ähnliches. Die heißen so ähnlich. Ich habe jetzt gerade einen Nogger im Kopf, aber das ist Nippon. Nippon, das war's. Ja. Nogger ist nochmal was anderes. Die waren auch geil. Sehr gut, ich brauche mehr Ether. Viel mehr davon. Nogger ist ein Eis mit Nougatkern, beziehungsweise das war der Nougat-Schock. Den Nogger gibt es nicht mehr, ne? Das haben die doch umbenannt. Aus kloppten Gründen. Wenn ich mich nicht irre. Take that. Die haben ja eine Zeit lang alles umbenannt, was auch nur am entferntesten an andere Dinge erinnern konnte. Presence of a mace, myself included. Ja, ja, wir wissen das schon. Hallöchen. In the end, I wasn't able to stop them, as you can see. But seeing their fierce determination, I couldn't just sit there. So I decided that I would do everything in my power. Truly, okay. I know nothing. I'm hoping that will. Also die ist hier zum Heilen. Offensichtlich. Eigentlich müssten wir wieder auf Lulu wechseln. Eis, der weg. Vielleicht haben wir Glück. Nein, haben wir nicht.
Tidus Allen Ekstase Typ irgendwas. Ich bin so schlecht. Enough of this. Also der Weg zu eurer Hauptzentrale ist echt gespickt von Gefahren, Gefahren und mehr Gefahren. Das ist das Spiel, was mir sagt, ja. Du musst mehr leveln. Aua. Geht das? Yes. Einmal Waka. Und warum? Ich wollte eigentlich Aaron austauschen. Okay. Einmal Kimari. Du kommst rein. So, how shall we do this? Eigentlich egal. Wing. X-22. Und zack. Kampfgeist. Eine High Potion. Lady Summoner, what are you doing here? Hä? Ich wurde doch reingelassen von euch. Ich hasse die Echsen. Auf einen Schlag, glaube ich, reicht es nicht. Oh, knapp. Und weg mit dir. Ich muss jetzt die ganze Zeit an Eis denken. Da spreche ich einmal das Nogga-Chock-Eis an und jetzt muss ich an Eis denken. Ich war früher... konnte, glaube ich, ich habe im Sommer kiloweise Wassereis gefressen. Wie so ein Bekloppter. So in den Zeiten, wo man sich noch nicht darüber Gedanken gemacht hat, wie viel Zucker in Wassereis ist. Ein Geschenk für das Medium. Bitte benutzt es. X-Potion. Was macht denn X-Potion? Halt die gesamte HP. Nett. So, erstmal ist er dran. Gehabt.
Natürlich stirbt er nicht auf einen Schlag. Ja. Zum Glück greift er nicht Auron an. Too easy. Wenn du das sagst. Okay. Ich würde erstmal gerne speichern. Bevor wir uns da unten jetzt hin und her bewegen. Die sparen nicht mit Encountern. Ich bin auf tiefgefrorenen Saft eingegangen und die Vitaminsaft in so eine Plastikbecher rein und als Kratzeis verwenden. Wir hatten früher auch, das ist, keine Ahnung, das sind so Sachen, die ich nirgendwo mehr gesehen habe. Diese kleinen, also so Tupper ist das, glaube ich, gewesen. Diese Eisbehälter mit einem Plastikstiel. Ja, mit so einem Plastikstiel drin. Heutzutage undenkbar, weil Kunststoff, aber mega geil. Ich fand das mega geil. Moa, ich hab noch einen. Meine Mutter auch, glaube ich. Die hat noch genau die gleichen. Aus den 90ern. Bei den Urologen gab es auch immer Becherchen mit Saft drin. Den solltest du aber nicht trinken können. Den solltest du nicht trinken können. Hoffentlich. Sehr gut. Luna, du kannst jetzt weg. Da kommt Waka. Waka, Waka. Ey, ey. Nice. Schön den Volleyball schwingen. Kratzeis gibt es noch beim Großhändler bei mir. Auch Kratzeis gibt es sowieso noch zu kaufen. Das habe ich auch gesehen. Aua. My turn now. Sehr fein. Was, die gibt's noch bei Ikea? Frisch gepresste Limonade. Habe ich da Hotdogs und Teelichter gehört? Das... ich bin ja mehr so der Soft-Eis-Typ bei Ikea. Die Hotdogs sind okay. Aber weiß ich nicht. Hotdogs kann man zu Hause einfacher und schöner machen. Köttbullar nicht vergessen. Köttbullar ist auch geil. Ja. Lulu Lemongrass. Einmal das Ding weg.
got you covered. Das ist ein Konter. Ah, jetzt verstehe ich. Fettbullar, schwedisch für vergessene Kinder. Der Fongo Ongo. Damit ist der Fongo Bongo. Ach, ein Buch. Muss ich davon 26 finden? Damit ich jeden Buchstaben einmal habe. Ist das das Ziel? Und was auch gut bei Ikea ist, wenn man fertig mit dem Einkaufen ist, hinter der Kasse, gibt es immer diese kleinen, Zimtschnecken und Schokoschnecken in so einer Tüte. Die sind relativ klein. Und gefährlich, weil du eine ganze Tüte davon isst und gar nicht gemerkt hast, dass das eine Tüte war. Aber sehr, sehr lecker. Du kannst auch nur 20 finden und die restlichen 6 Buchstaben raten. Das glaube ich. Aber es gibt 26. Das ist zumindest die Antwort auf meine Frage. Schauen wir mal. Es ist immer die gleiche Kombination. Yes. Take it. Nice. Die Simmenden Buns sind saulecker. Nice. Ja. Aber teuer. Das kommt noch dazu, leider. Aber trotzdem. Den Preis sind sie wert. Wir halten eh nur 2 Tage, also... Gibt es Schlimmeres? Up, up and away! Whee. Die Technologie hinter den Aufzügen ist schon eine sehr interessante. Wir haben die Gegend um das Hauptquartier gesäubert, aber nehmt das für Notfälle. Okay. Einmal speichern. Why only you, sir? I want to fight too. Orders are orders. I'm not a cadet anymore, sir. Let me go with you and I'll prove it to them. Guarding the command center is important too, you know. Das ist ja nicht so, dass er das, dass er das alleine entscheiden kann. I came all the way from Besaid to fight Sin, sir. I know, but an order's an order. To your post, Crusader. But, sir! Da steht nicht Sir, da steht Lutz. Wir haben eine wesentlich direktere Beziehung als Sir. They let you through, huh? Hmm. Gata deserves better.
At least there's no chance he'll get hurt. Oh Gott. Why are you guys fighting anyway? Aren't the almighty Albed Machina enough? They still need some time to get them ready. Our job is to keep Sin at bay till they're done. Okay. Was ist das denn? Waka. Waka, Waka. It's about your brother. Luzu, no! Luzu. Was what? Denn? I'm the one who convinced him to enlist. Gut, der ändert jetzt eh nichts mehr dran. I'm sorry. Kicking from a kicking. Ja! Yes! Es ist immer gut, Leuten an der Klippe in die Fresse zu hauen. That's enough, Walker. Da kann nie was schief gehen. Nie. When we used to play Blitz together, Chapu used to say, he said that when we won the cup, yeah, he proposed to Lulu. And then one day, he goes off and becomes a crusader, just like that. Das gute Schneeballsystem der Bürgerwehr. Also said to me that being with your girl is good. But keeping Sin far away from her is better. Cooler ist das falsche Wort. Lulu, das auch nochmal. You knew? Luzu told me before we left. She hit me too. All crusaders in the vanguard are to assemble on the beach. That's my cue. Was eine Befehls ein Kommando. Bitte gehen Sie alle an die Front, Luzu. Ja? Bitte, danke schön. So you can hit me more? Yes. Lots more. Wieso habe ich das Gefühl, dass stirbt? Luzu, please don't go. I have to, Yuna. Let him go. The man has already chosen his path, as you did when you became a summoner. Ich zieh auch immer in Sandalen in den Krieg. It would be a long time before I ever really understood the reason why Yuna let Luzu pass that day. Okay. Diese Stimme, ist das die von dieser asiatischen Reporterin von Family Guy? Nee, ich glaube nicht. Wird die am Ende nicht auch von Seth MacFarlane gesprochen? So wie alle Rollen in dem Film, in der Serie, in dem ganzen Serienkatalog. Der MacFarlane spricht doch, keine Ahnung, 24 Stimmen oder so. Oh yes. Ach komm schon. Jetzt aber. Tisha Takanawa. Ja. Die auch mal mit dem Vater von Lois zusammenkommt. Speichern.